Sintelbuchen sind eine Varietät der gewöhnlichen heimischen Rotbuche. Sie sehen malerisch, mystisch und ein bisschen unheimlich aus und sind im Grunde wunderschön. Hallo Leute, ich will ehrlich mit euch sein. Ich befinde mich im Moment in den Vorbereitungen zu anderen Videos. So bereite ich im Moment schon das Halloween Special 2016 vor. Und ich kann nur so viel verraten, das wird richtig krass dieses Jahr. Und bastel noch an einer Spin-off-Reihe und habe dementsprechend gar nicht so viel Zeit. Und deswegen mache ich hier einfach mal ein etwas fauleres Video. Seid gespannt, es geht jetzt los. In diesem Video erfährt ihr weniger Fakten über die Sintelbuche, vielmehr möchte ich euch die unglaubliche, faszinierende Schönheit dieser Sintelbuche zeigen und dafür habe ich halt einen Clip erstellt und habe auch viele Bilder rausgesucht, um euch das einfach mal zu zeigen. Ja, und vorab gesagt, habe ich halt einfach mal einen Clip erstellt, wo ich euch diese Schönheit der Sintelbuche zeigen will. Und ich habe da auch eine kleine Geschichte parat. Seid gespannt, jetzt geht's los mit dem kleinen Kalip. Meine Geschichte beginnt 2008 als grünschnäbliger Student, der halt in den Sichtungsgarten Weinstephan geht, da am Eingang und ich schlender halt so durch und komme zu diesem anderen Punkt, zu dieser Sintelbuche und da hat's mich natürlich voll erwischt. Ich stehe halt so vor der Sintelbuche und schaue mir das so an und erkenne das schon, okay, das ist eine Buche, ich sehe die Buchecke und das Laub, aber denke mir so auch gleichzeitig, what the fuck, was ist das, was ist das? Und muss mir das genauer anschauen und gehe halt so langsam rum und denke mir so, wow, was ist das? Das ist so eine richtige Halbkugel, das ist so ein richtiges Zelt und denke mir so, ich bin total fasziniert und denke mir nur einfach nur so, was ist hier los? Was ist das wie ein super Teil? Und gehe halt so langsam rein und merke, da ist so ein Eingang und dann stehe ich halt runter und schaue mir diese Äste an und bin vollkommen fasziniert und vollkommen platt und schaue es mir einfach nur so an und dieser geschlossene Raum, dieses Zelt, dieser geschützte Raum ist einfach unfassbar und faszinierend und ist wunderschön, gerade im Sommer drunter zu sitzen, um zu lernen oder einfach zu entspannen. Das war einfach super für mich, dieses Erlebnis. Einfach unglaublich. Und ich bin dann viele Male wieder in dieses Zelt gegangen, um zu lernen oder um einfach zu entspannen. Und das war eigentlich seit jeher mein Lieblingsplatz in diesem Sichtungsgarten Weinstephan. Das ist einfach unglaublich. Man sieht es ja selber. Ach, faszinierend. Ja, diese Sintelbuchen, sie sind einfach wunderschön. Jetzt kommen wir einfach mal zur Frage, was sind eigentlich Sintelbuchen? Gute Frage, Klausi. Die Sintelbuchen sind botanisch Fagus sylvatica Varietät Sintelensis und sind somit eine Varietät der gewöhnlichen Rotbuche, dem heimischen, dominanten Gehölz Mitteleuropas, spezielleren auch in Deutschland. Varietät bedeutet in diesem Fall, dass sich die Sintelbuchen nur in Nuancen von den gewöhnlichen Buchen unterscheiden, im Großen und Ganzen im gesamten Erscheinungsbild jedoch gleich sind. Ja, wie schon gesagt, sind die Sintelbuchen im Grunde genommen Buchen, die einen speziellen malerischen, mystischen Wuchs aufweisen. So bilden die Sintelbuchen einfach besondere Kronen, die so halbkugelförmig sind oder so überhängend oder so pilzartig oder wie im Stauden-Sichtungsgarten Weihenstephan halt so zeltartig sind und das ist halt einfach wunderschön, dieses zeltartige Wuchsbild der Sintelbuchen. Aber was ich noch faszinierender an den Sintelbuchen finde, sind einfach die Äste, die halt so knorkig verdreht sind, die halt hin und her gehen und sich mal überlappen und dann verwachsen, die halt so verschlungen wirken und die halt einfach unglaublich schön sind, gerade wenn man halt drunter steht und das mal so richtig betrachten kann. Auch ist es ganz typisch für die Sintelbuchen, dass halt diese Äste nach unten gehen und dann sich so absenken und eben dieses wunderschöne Zelt bilden. Ihr merkt schon beim Thema Sintelbuchen, da geht mir einfach das Herz auf. Das ist eine meiner Lieblingsarten und ich finde sie einfach unglaublich schön und ich würde alles geben, um so eine Sintelbuche auch mal zu besitzen. Hinsichtlich des Laubes, der Früchte, der Rinde und des Holzes sind die Sintelbuchen ganz typisch buchenartig und dahingehend unterscheiden sie sich eben nicht von der gewöhnlichen Rotbuche. Und weil die Sintelbuchen eben auch Buchen sind,
sind sie auch heimisch. Große Bestände gab es in Niedersachsen, genau gesagt im Sündl, und daher kommt eben auch der Name Sündlbuche. Das Sündl ist ein kleines Gebirge nördlich von Hameln, dafür habe ich euch hier diese Karte rausgesucht, da ist Hameln und nördlich davon ist halt das Sündl. Das ist ein wirklich winziges Gebiet. Und jetzt kommen wir zur traurig-dramatischen Geschichte des Sündls. So wurde das Sündl 1843 fast komplett gerodet. Und da hat man tausende Sündelbuchen vernichtet. So sank damals der Bestand der Sündelbuchen von mehreren tausend auf unter 100 Exemplare. Das Verbreitungsgebiet der Sündelbuchen war immer schon sehr lokal, weil gerade auch in der Forstwirtschaft die Sündelbuchen als nutzlos angesehen worden sind und gerade Sündelbuchen-Sämlinge immer schon ausgemerzt worden sind. Es gibt aber positive und hoffnungsvolle Nachrichten hinsichtlich unserer schönen Sündelbuchen. Es gibt intensive Bemühungen, diese seltene botanische Rarität zu erhalten, zu vermehren und zu erfassen. So ist gerade der Heimatbund Niedersachsen im Spezielleren noch der Freundeskreis Sündelbuchen damit beschäftigt, ein Arboretum aufzubauen mit Beständen an Sündelbuchen, oder sie haben auch ein Reservoir, ein Schutzreservoir gegründet, wo halt junge Sündelbuchensämlinge aufwachsen können und gedeihen können. Unter anderem sind die Leute von sündelbuche.de damit beschäftigt, die Bestände und die Exemplare der Sündelbuche zu erfassen und zu schützen. So gibt es auch das Arboretum Altdorf von Gisela und Gerhard Döning in der Nähe von Nürnberg, die auch damit beschäftigt sind, einen gewissen Bestand an Sündelbuchen aufzubauen und zu erhalten. Gerade diese beiden Personen investieren sehr viel Zeit damit, Buchen auszusehen und die Sündelbuchen daraus zu selektieren. Und zusätzlich faszinierend fand ich auch, dass Gerhard Döning ein Buch zum Thema Sündelbuchen geschrieben hat, das ihr jetzt hier findet und das ich mir möglichst bald kaufen werde. Also das ist jetzt kein Product Placement. Nein, das ist jetzt einfach aus meinem persönlichen Interesse. Klar, diese Rodung im Sündl war ein krasser Schlag für die Sündelbuchenpopulation in Mitteleuropa. Aber es gibt genügend Leute, die die Sündelbuche mindestens genauso faszinierend und wunderschön wie ich finden und die da richtig viel Zeit investieren, um die Sündelbuche zu erhalten und zu vermehren. Und dementsprechend sehe ich eigentlich eine harte, aber rosige Zukunft für die Sündelbuchen. Danke fürs Zuschauen! Wie immer findet ihr hier die letzten beiden Videos, da könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr zum jeweiligen Video und das könnt ihr euch natürlich auch gerne noch anschauen. Nochmals danke fürs Zuschauen, wir sehen uns nächste Woche, habt's bis dahin eine wunderschöne Zeit. Bis dahin, tschaußen! Hey Dude, das nächste Video ist also von mir, das ist mein Spin-Off.